Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet. Ah, ja. Ja, das, ja, das, komm. Ha. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Radio, ja? Na dann los. Na dann los. Ich würde sagen, wir probieren mal alle Frequenzen durch. Ich habe da gerade eine spontane Idee. Ich weiß, das hier ist die richtige, ja, ganz spontane Idee. Mal gucken, was passiert. Ach, du weißt doch, ich bin den ganzen Weg von Tosaba hergekommen und was sehe ich? Die Dose hat ein Loch. Musste den ganzen Scheißweg nochmal zurückgehen. Okay. Charlie sagt, ihn hätte ein Fuchs gebissen. Was für ein Fuchs? Die sind seit mehr als einem Jahrzehnt ausgestorben. Wahrscheinlich hat ihn irgendein Beißer angefressen und jetzt redet er Müll. Aber sein Marker leuchtet grün. Tja, er ist schon infiziert. Was erwartest du? Wir sollten ihn trotzdem im Auge behalten. Die Stimme war ja süß. Ja, der Charlie wurde vom Fuchs gebissen. Oh. Okay, mal gucken, was haben die noch so? Er traut mir nicht. Hält nur seine Reden vor dem Spiegel. Aether wird nie wieder Commander. Hm. Ja, verstehe ich aber. Hast du Dennis heute schon gesehen? Nein. Eigentlich habe ich ihn schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Warum? Er ist zu den alten GRE-Containern gegangen und wollte Medizin besorgen. Ich habe ihm gesagt, dass die schon geplündert wurden und dass er lebensmüde ist. Wenn er allein gegangen ist, können wir gleich mit dem Grabschaufeln anfangen. So, warte. Nein, Mann, wenn Sie diesen Karl festsetzen, wäre der Mord an Lucas gleich aufgeklärt. Die Geschichte mit Lucas ist scheiße, aber am Bazar darfst du deine Wut nicht auslassen. Die Scheiße? Diese Geschichte ist scheiße? Und das von einem dieser Bazar-Idioten. Ich war wirklich überrascht. Bin gespannt, ob die Sachen, die Leute, die wir hier gerade gehört haben, auch von dem Spiel noch kennenlernen werden. So, das war die, die wir morgen früh machen. Hier ist Aiden. Komm. Sucht dir jemand einen Pilger? Komm. Da wollen wir eigentlich hin. Na, ich muss wohl bis morgen früh warten. Ja, ich würde sagen, wir schlafen mal. Oh, warte mal, oder? Wir gucken mal, was haben wir denn hier? Diesen beschissenen PK auf den Kopf gepisst. Einfach geil. Na, genug jetzt. Schlafenszeit. Morgen versuche ich's wieder. Hat sich angehört wie Pete. Ein bisschen, oder? Hat sich ein bisschen angehört wie Pete. Und PK, Player-Killer? Oder? So, ich schlafe mal bis Tagesanbruch. Einfach auf den Kopf gepisst. Ist einfach. So, mal gucken, ob das jetzt... Ich hoffe, das funktioniert. Aiden! Ja. Aiden, Baby! Hauen wir jetzt ab? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Aiden! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot? Du spinnst. Gehen wir. Hä? Wachen? Jetzt. Hä? Shh. Alles wird gut. Bitte, bitte. Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Aiden, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher.
was ich sage. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Geboostert. Feuer! Feuer im Labor! Ich hasse den Doktor. Ich hasse alle da im Labor. Also nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen. Na, Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Ja, für sich auch so. So, dann... bin auch gerade wieder aufgestanden. Wenn wir die Frequenzen, die anderen durchgehen, ich meine, hier müssen wir, ne? Aber wenn wir die anderen durchgehen, kriegen wir jetzt neue Infos? Ich würde gerne mal probieren. Wir haben kein Wasser. Ja, das ist ärgerlich. Warte. Aber bei Killian hast du geschaut? Lass den Scheiß, geht mir auf den Sack. War Tanzverbot? Cool. Okay. Ich weiß nicht. Scheiße, vielleicht haben die PKs ihn mitgehen lassen. Also, entweder ist er irgendwo besoffen umgefallen oder von den Alphas zerfetzt worden. PKs ist noch, das sind keine Player-Killer, das sind wahrscheinlich irgendwelche anderen Sachen, die wir noch kennenlernen. Und das ist die Frequenz, da müssen wir uns jetzt reinklinken. Die interessiert uns, die anderen nicht. Hier, Aiden. Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Mhm. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Waltz, Pilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist, zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. In die U-Bahn-Tunnel. Ist das eine gute Idee? Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris. Dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Ende. Warte! Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. Wir klettern erstmal da rauf und dann gucken wir mal, wo wir hin müssen, ne? Warte mal, geht ein Seil? Ich meine, theoretisch? Was war das denn? Oh, ich kann offenbar nicht mal einen Fuß von anderen setzen. Und ich träume noch, von da rauf zu gehen. Okay, aha. Dieses Schloss wird uns aufhalten.
Können wir... Ach, da oben ist er. Stacheldraht. Ist mein natürlicher Gegner. Stacheldraht. Hasse ich wie die Pest. Stacheldraht. Kann ich hier rumspringen? Also wenn ich um die Ecke springe? Okay, so schon mal nicht. Geht's da rein? Nee, okay. Stacheldraht. Oh, Stacheldraht. Du bist außen weich und innen... Zumindest musste ich nicht auf diese Antenne raufklettern. Ach so. Okay, wir sind drin, aber das bringt uns nichts. Ich dachte, hier wäre eine schöne Leiter nach oben. Da ist eine schöne Leiter nach oben, oder? Da ist ein Fahrstuhlschacht ohne Fahrstuhl. Okay, let's go. Wir klettern hoch. Als ob! Ist das eine gute Idee? Ich weiß nicht. Was? Oh! Ich weiß nicht, wie tief das runtergeht. Wir sind fast da. Oh, puh. Wir verlassen das Missionsgebiet, weil ich ja hochkletter? Wir brauchen mehr Ausdauer, ne? Okay, gut. Wir müssen in die Richtung. Oh, Stacheldraht. Ich probiere wieder Sachen aus. Es tut mir leid. Es tut mir gar nicht leid. Ich liebe Sachen auszuprobieren. Ist das die Golden Gate Bridge? Nein. Hätte mich auch gewundert. So, runter geht's. Keine Zombies? No. Au. Dass hier Fullspeed nie irgendwo gegenklatschen, ne? Das ist, bewundernswert. Oh, Honig, du geile Sau. Mm. Damit reibe ich mich heute Abend ein. Das ist gesund. So. Was für eine prächtige Feder. So, wir gehen gleich rein, ne? Die haben ja alle so prächtige Federn. Guter Wuchs. Was, Fitznase? Okay. So, okay, dann... Dann gehe ich mal rein, mal gucken. Ich bin sicher, das ist eine gute Idee. Gottes... Oh nein, oh... Oh, das ist aber schlecht. Naja. Kann er nicht immer leben. So, ich lese mal kurz, ja? Achso, das verlorene Paradies, Band 4. Kann man diese Bänder eigentlich sammeln? Das ist das. Sammlerstücke, Hinweis... Ah, hier. Verlegen stand der Teufel da und spürte, wie schrecklich Güte ist, und sah Tugend in ihrer Figur so entzückend. Er sah und verzehrte sich nach seinem Verlust, aber vornehmlich, um hier zu bezeugen, wie sein Glanz sichtbar getrübt wurde und er doch unverzagt wirkte. Mhm. Abschiedsbrief? Meine liebste Mary. Ah, das war er. Ja, das ist furchtbar. Kein Weglaufen mehr. So, 5 Jahre später... Sag mal. Kannst du mal aufhören zu scrollen? 5 Jahre später... Wer erinnert sich an Haran? Ich glaube, wir kriegen später noch eine Taschenlampe. Wir mussten in den Options was einstellen vorher, aber... Die erste Zeile kam in The Crow vor. Ja, das kann sein. Ist bestimmt ein Bibelzitat. Ich kenne mich ja nicht aus, aber auf jeden Fall war es ein Zitat von irgendwo. Wir müssen in die Richtung. Und ich halte es für keine gute Idee, hier runterzuspringen. Ich weiß, wie ihr das seht. Normalerweise würde ich das jetzt machen, voller Übermut. Ich will immer rennen, aber wir rennen ja schon. Geht hier noch ein Weg irgendwo? Naja, Weg würde ich nicht sagen. Naja, doch. Doch, 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 doch. Ist schon ein Weg. Ach, das war ich gerade. Ganz kurz, kommt man hier hoch? Ach, leck mich doch. Gut, gehe ich eben wieder ins Missionsgebiet. Entschuldigung.
Ich glaube, am Anfang sind die hier streng. Da ist Missionsgebiet. So, gibt wahrscheinlich mehrere Wege, dahin zu kommen. Na, Frösche. Gibt's eigentlich Zombie-Tiere? Da hinten liegt ein Rucksack. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig gesehen in meinem Augenkneis? Ich guck mal ganz kurz. Fand ich auch doof, bis zum Open World wird man ins Patschhändchen genommen. Ich verstehe, ja, ich verstehe warum natürlich. Ne, man soll erstmal reinkommen, Steuerung vertraut machen und so. Ich find's gut, wenn die Tutorials eingebunden sind ins Spiel und man nicht 30 Textboxen kriegt, die man auswendig lernen muss. Also eigentlich finde ich's okay. Aber ich bin auch jemand, ich würde am liebsten direkt mit Open World loslegen. Wie, ich verlasse das Mission? Was? Aber ich muss doch da drüben hin. Ist das ein Bild von mir? Da habe ich aber jetzt Copyright dran. So. Wahrscheinlich ein NFT. So, Villador, enjoy your stay. Mal gucken. Oh, da enjoyt jemand seinen Stay. Da hinten auch. Kann ich hier hinten raus? Wenn ich mich hier über so ein Boot rausschummle? Freunde! Könnt ihr mich mal landziehen, bitte? Ich hab mit meiner Schaluppe hier Kiel geholt, nicht? Hallo? Aiden hier. Verstehst du mich jetzt? Laut und deutlich. Das heißt, du bist in der Nähe. Ich bin durch den See geschwommen. Also, hast du fast die Tunnel erreicht? Da ist ein Eingang, den der GAI übrig gelassen hat, als er die Stadt abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Schnell! Was ist los? Mach schnell! Ja, geht. Ist ja geskriptet. Habe ich Zeit. Ich würde sagen, ich hole mal die Kollegen hier, ne? Ich hole mal gleich mal die Kollegen. Bei jedem Gebäude gucke ich trotzdem, ob ich reingehen kann. Und looten. Weil es ist ein Survival-Game. Wir brauchen Stuff. Oh, ich hätte vielleicht einzeln pullen sollen. Oh ja, die Bauchbinde. Unsere Bauchbinde, wenn man sie schon mal hat, können wir sie auch nutzen. Mit Informationen zum Spiel, ist das nicht praktisch? So. Du kannst sie nicht lesen! Schreib dir nicht ab, lern lesen und schreiben! Oh, der ist doch aus... Huch! Warte mal. Der ist aus dem Ubisoft-Game, sehe ich sofort. Geil. Bam. Bam. Ribbam! So, ihr kriegt beide auf die Fresse. Ich bin hier der Zahnarzt. So, hier eine Plombe. Die muss raus. Das ist alles Amalgam. So, warte. Kurz verschnaufen. Hallo, schöne Frau. Ich unterscheide hier nicht nach Geschlecht. Hier wird jeder zärtlich gestreichelt. So, Gnädigste, darf ich Ihnen aufhelfen? So, prima. Prima, hier ist alles... alles gleich verteilt. Ja, die Waffe geht leider kaputt. Wir müssen, glaube ich, bald eine neue finden, ne? So, was hat er denn dabei? Natürlich nichts. Der sieht doch aus wie aus, Ich komme gerade nicht auf den Spielenamen. Verdammt, Watch Dogs. Der ist original aus Watch Dogs. So, Watch Dogs, genau, Chat, dankeschön. Sag ich doch. Da ist noch jemand. Da steht noch jemand, da taumeln sie und baumeln sie. Ist es besser, wenn ich auf die Scheiße und lieber erstmal rumlaufe, wo es was gibt vielleicht und versuche, den auszuweichen? Ich frage mich halt, ob die alle respawnen oder lohnt sich das, die alle umzubringen? Ich bin immer so hin und her gerissen. Hin und her geschissen! In your face, Productions. So, ich versuche höher zu ziehen für den Kopf. Hier, eine Aspirin. So, kleine Nasen-OP.
Weg mit dem Zink. Einmal den Zink nach innen drücken. So. Das Gras hier sieht aber komisch aus, wie das rauskommt. Die haben alle nichts dabei. Das lohnt sich halt nicht. Wir brauchen Waffen, ne? Auch. Da rein kommen wir nicht. Da ist nichts drin. Okay, hier ist noch einer. Teile. Jetzt die Frage, kann ich meine Waffen reparieren? Denn ich würde gerne meinen zärtlichen Wonderstick. So. Mein stimmungsvoller Meinungsmacher. Ah, okay. Die werden dizzy. Die werden dizzy und dann kann man die besser wegsnacken. The Koning! Homemade! Oh, lecker! Da würde ich mir gerne was zu snacken holen gerade. Oh, hier ist leider gerade closed. Schade. Ja, eine Werkbank kann sein, aber vielleicht können wir auch unterwegs schon ein bisschen fixen. Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt nicht kämpfen muss, will ich nicht kämpfen, weil offenbar... Das bin ich gerade mit den Geräuschen hier, ne? Ja. Aber da geht's doch rein, guck mal. Da ist irgendwas drin. Ah. Glühwürmchen. Oder Scheiß ausfliegen, ich weiß nicht genau. Kann's nicht genau sagen. So, Heal brauchen wir nicht. Willst du viel, nimm einen Heal. Scheiß auf die. Ich will momentan noch ein bisschen Waffen sparen, weil wir gerade noch so ein bisschen unbedarft sind, ne? Wir haben momentan nur unsere zwei Knüppelchen und ich habe gar nicht gehofft, dass wir vielleicht... Ja, gut, da kommen auch schon wieder welche. Ich schaue mich trotzdem mal ein bisschen um hier. Hier sind Reisebusse, hier ist der Busbahnhof, da geht's nach oben. Wir können durch den Zug nach oben oder hier, glaube ich, ne? Ah! Da hinten ist jemand mit roter Hose. Oh nein, sind sie gestolpert? Entschuldigung. Alltag in Berlin. Boah, ich muss da hinten gerade zum Gronkh. Ich muss gucken, ob ich da vielleicht Klage einreichen kann. Ja, auch schon ein paar, ne? Hä? Aber das war doch gerade die Vorderseite. Habe ich nicht gerade mit der Vorderseite gesehen? Oh, wie süß, der ist über die Bank gestolpert. Das ist ja cool. Oh, Alter, der wirft mit Stein. Oder? Nee, doch nicht. Sah gerade nur so aus. Oh, du bist so süß gestolpert. Das tut mir voll leid eigentlich. Oh, warte. Waffe ist fast zerstört. Boah, das hier als Dismantle 3D, das wäre so geil, ne? Ja, jetzt ärger dich nicht, ist doch eh gleich vorbei. So. Oh, Entschuldigung. Kurz mal den Nacken massiert. Wahrscheinlich soll man das nicht machen. Hier in die Zombies reingehen. Mich würde wirklich interessieren, ob die respawnen. Oder ob man die wirklich, ob man eine Chance hat, die alle wegzumachen. Also Gegenden zu clearen und so. Was ist denn das? Sie verlassen das Missionsgebiet. Ist das hier irgendwas oder ist das eher so nichts? Ja, aber nichts. Nicht mal ein Eingang. Boah, die Wand. So. Ich gehe vorher noch durch den Zug. Bevor ich weitergehe, ich will Sachen mitnehmen. Da ist noch ein Bahnhof. So. Woran merke ich denn, dass ob's Cut oder Uncut ist? Weil es dauernd gefragt wird, ich kann euch die Frage nicht beantworten. Ich habe einen Key bekommen von Techland. Ist im Grunde genommen Wurst, weil es nicht indiziert ist. Aber woran merke ich das? Du wolltest zum Gronkh? Ja, aber der wäre umgedreht. Körperteile, die Köpfe müssen platzen.
Also ich habe vorhin jemanden die Frisur auf links gedreht. Ich weiß aber nicht genau. Wir können das austesten. Ich ziele auf Köpfe. Das mache ich immer. Das ist genetisch bedingt. Ich gehe mal in den Zug rein. Okay. Wir werden es gemeinsam rausfinden. Ich dachte, ich kann hier nach oben. Ach. Nichts. Ich dachte, hier wäre was drin. Ich denke viel, wenn der Tag lang. Hm. Ihm ist kalt. Ist keine gute Idee, ne? Ist keine gute Idee. Ich gehe mal lieber... Also ich meine, wir könnten auch hier hoch. Aber ganz ehrlich, scheiße drauf. Ich muss sie nicht alle kaputt matschen. Wir umgehen das so, wie der Herr es gewollt hat. So, wir können jetzt ganz easy hier hoch. Wir gehen mal da. Huch. So. Na los. Okay. Haben wir geschafft, nice. Ich will mal was ausprobieren. Yo. Ist hier jemand? Nee, ne? Kuh geht nicht. Wieso geht ein Kuh nicht? Jetzt geht Kuh. Okay. Okay. Geil, Camille. Oh, welch ein Schmaus. Das ist der Honig- und Kamille-Sammelsimulator. Habt ihr bestimmt schon von gehört. Was war da gerade? Treffen Sie Kontaktmann. Okay. Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey. Psst. Hörst du mich? Psst. Schon unterwegs, bin gleich da. Als ob der hier drin Empfang hat. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, wir sind sicher. Na los. Es kann aber nichts aus den Tunneln sein, weil die Tür hier zu ist, ne? Theoretisch. Hey, ist da jemand? Hör doch auf dich aufmerksam zu machen. Okay, wir haben den Wundbrand haben wir noch, ne? Gewöhnliche einhändige Machete. Modifizieren, keine gute Idee. Auf der 2 haben wir den jetzt, ne? Kann ich den irgendwie aktivieren? Auf der 2 geht's nicht. Da ist sie. Auf der 3 ist die. Verstehe. Sehr dunkel hier. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Hier ist doch gleich wieder irgendein Special-Ding, oder? Wir laufen hier doch direkt in die Futterluke. Oh mein Gott. Scheiße, ein Schattenjäger. Ein bisschen was? Mach ihn fertig ohne mich in der Sequenz. Seth MacFarlane hat uns gerettet. Gott sei Dank. Bist du in Ordnung? Das Schwein hat mich gebissen.
Ein Schattenjäger. Eine Menge von denen in der Kanalisation. Du musst schnell ans Licht. Wo ist Mia? Später. Wir müssen los. Wehr dich dagegen. Es geht vorbei. Bleib stark! Sind wir immun wegen der Experimente? Hier bist du. Wir haben dich gesucht. Was? Und was ist mit dem? Sieht tot aus. Hat ihn nicht bei sich. Los! Ich hab den Schlüssel nicht. Ich schwör's. Oh, Taschenlampe. Convenient. Hatten wir vorher nicht. Hat uns jemand hingelegt. Das ist super lieb. Sag's uns, verfluchte Scheiße. Wirklich? Tee. Ich hab den Schlüssel nicht. Ich hab ihn vernichtet. Tee für Tashlight oder was? Ich hab's allein. Taschenlampe. Tashlight. Okay. Oh, der Boss kriegt ihn schon. Zum Reden. Oh, wo ist der? Ja! Oh, die haben Informanten. Ist natürlich nicht gut. Guck ich erstmal in die Spinde. Schnellangriff. Sehr unauffällig. An ein Klettergerüst. Ach, da oben. Okay. Arschbacken gerade. Nein! Oh, das wird uns noch beschäftigen, glaube ich, das Spiel über. Oh, das wird bestimmt auch in die Story mit einfließen, dieser kleine süße Liebesbiss. Wir kriegen bestimmt die Kräfte von den Zombies. Bleiben aber menschlich. Stay human. Nein, nicht Boss! Nicht ihn! Dann sag uns, wo der Schlüssel ist! Er ist weg, hab ich doch gesagt! Wartet! Ich hol den Boss. Ja, kann ich ja auch raus? Nö. Achso, vielleicht mach ich mal die Tashlight an. Sehr unauffällig, wie wir hier durchkriechen und es leuchtet da immer raus aus diesem Ding da oben. Oh, warte. Schlüssel versteckt, Junge! Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass ihn los. Ach ja? Und du willst uns dazu bringen? Dann zeig mal, was du drauf hast! Oh, das liebe ich. Mach mehr! Gib mir mehr davon. Perfekter Block. Halten Sie hm gedrückt, um zu blocken. Blocken Sie im letzten Moment, um einen perfekten Block auszuführen. Bei einem perfekten Block taumelt der Gegner, wodurch über kurze Zeit wehrlos ist. Muss ich üben? Oh, da habe ich gar nicht mehr gedrückt. Ich bin ausgewichen. Blitz dich, Arschloch. Ja, bitte. In die Fräse. Was hast du mit dir hier gemacht? Bist du bereit für mich? Das war ich mein Leben lang, mein Freund. 1, 2, 3, ich komm. Nimm das. Oh. Jetzt. Ich werde dein. Ups. Bei Weight Watchers gerade Gewicht verloren. So, warte.
Ich wollte gerade testen, ob man ihn verlangsamen kann. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Okay. Sie haben den Rang Ihrer Kampffähigkeit erhöht und Ihren ersten Kampffertigkeitspunkt verdient. Jetzt ist es Zeit, Ihre erste Kampffertigkeit freizuschalten. Sprungtritt, den wollten wir haben. Habe ich noch Punkte? Spielerrang. Okay, ich habe keine Punkte. Nein, wir machen aber auch nicht viel, ne? Komm schon, Junge. Ja, warte mal. Erstmal hier. Megastore America. 70% reduziert, Leute. Ja, das hier war gerade alles. Das ist alles noch skriptet gerade. Das ist hier gerade alles nur Einführung, Leute. Das heißt nicht, dass alle Gegner so sind. Das waren nur die beiden, die einzeln angegriffen haben. Ich habe mich darauf bereit gemacht, dass die beide parallel angreifen, aber es war gerade ein guter alter A-Team-Kampf. Wo ist denn der andere? Ach, da. Sehr energisch. Sieht aus wie Werbung für Weitsprung. So, okay. Mein Freund. Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab dir was dagelassen. Was ist das? Ein GRI-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Waltz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt. Alle werden sterben. Waltz? Ist Waltz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige, lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Gehen wir. Wir? Meine? Oh, geil. Zum Henker! Ah, unser verlorenes Lamm. Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Schlachtet ihn ab! Schlachtet mich ab. Parkourkampf. Verwenden Sie einen Sprung, um in den Kampfhandlungen Ihre Mobilität zu erhöhen. Laufen Sie auf ein Hindernis oder einen taumelnden Feind zu und halten Sie Leertaste gedrückt, um darüber zu springen. Drücken Sie im Sprung, um einen weiteren Gegner vor Ihnen mit einem Sprungtritt anzugreifen. Also ich kann über Gegner... Hindernis oder taumelnder Feind, okay. Ich weiß, wir müssen das... Okay, der lässt mich gerade noch üben. Okay, warte. Ach, ich sehe nix. Okay, das muss ich üben. Na ja, gut, das hilft gerade nicht. Shit. Oh, klick. Oh, das war zu spät. Shit. Wollte gerade was probieren, aber egal. Ich mach. Die sind zu weit weg. Ich trinke dein. Ja, mach das bitte nicht. Hallo, ich bin hier oben. Du hast keine Chance gewählt. Was war das denn? Du bist Geschichte. Ja, im Gegensatz zu dir bin ich Geschichte. Ach, so geht's auch, okay. Gib doch einfach gleich auf. Ich bin nicht bereit. Du bist nichts. Mama hat gesagt, ich bin wertvoll. Schluss mit lustig. So, mal ein bisschen rumprobieren hier, aber ich glaube. Ich atme. Oh, Entschuldigung. Zu spät. Die machen kaum Damage gerade, ne? Hä, das hat ja gar nicht geklappt diesmal. War das zu spät? Das war zu spät. Zu früh.
Okay, mach nochmal bitte. Ich atme nicht. Danke. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's ans Eingemachte. So. Ich mach dich. Entschuldigung. Ein Eindringling. Oh, das war zu spät. Und soll ich jetzt Angst haben? Ja, bitte. Das wäre echt lieb. Schlaf mit lustig. Gut. Oh, da wollte ich gerade springen und blocken. Trink bitte nicht mein Blut, das ist doch scheiße. Trink, hör doch mal auf, mein Blut zu trinken. Ich brauche das halt echt noch. Ich kann dir eine Cola holen oder so. So. Ich esse deinen Fuß. Hab ich mal Forest gelernt. Ziel aktualisiert. Was ist los? Ich soll laufen? Los, komm, weg hier! Tahir, hörst du? Hast du meinen Schlüssel? Es ist Walt. Wir müssen weg. Aber den suche ich doch. Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet. Dylan! Scheiße! Geh zum Lüftungsschacht! Hier lang. Du zuerst. Was machst du da? Walt darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge, Lowan. Geh! Was ich vorhin noch fragen wollte. Oh nein. Er wird sterben, ne? Hi, Dylan. Hallo, Kumpels. Lass den los. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Hier drin. Was? Warum? Bist du bescheuert? Warum machst du... Das ist das Ende. Es tut mir leid. Warum tut er so? Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich habe sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole, gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Da ist niemand. Nein, da ist niemand. Halt ihn. Ja, jetzt aber hier, schnell, da muss davor, das hin und dann durch. Geronimo. Nein. Blitze. Platsche. Wir waren fast in der Freiheit.
So, können wir noch was looten zwischendurch? Mal ein bisschen die Spannung rausnehmen. Cooles Licht hier unten. Nice. Hier ist nichts. Eine ganze U-Bahn voller nichts. Wir müssen da lang, also gehe ich hier lang. Ich gehe mal da lang. Hatte ich gerade selber die Idee auch. Okay. Verdammt! Das tut weh! Ach, wir haben immer noch diese, ne? Hier. Die Bissdinger. Das ist eine Kanalisation? Das ist doch keine Kanalisation. Also, ganz ehrlich. Ich habe mir den mal viel furchtbarer vorgestellt. Und an die zwei auch. Was ist das? Zum Glück wurden mit unserer Kindheit Experimente angestellt. Es ist immer gut, wenn mit Kindern Experimente angestellt werden, überleben die später mehr. Sehr, sehr gut. Was Positives. Ah. Na nö. Ein Wasser. Scheiße, er verwandelt sich! Tätig! Still! Nein! Hängt ihn auf! Lasst ihn krepieren! Nein, Scheiße! Was hab ich getan? Verdammter Streuner! Durchgespielt! Wir haben es durch! Ah klar, das war Dying Light 2. Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe! Hakon, er verwandelt sich gleich! Ach, das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich dir nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Wer würde ihn denn retten, wenn er sich gerade verwandelt? Jana, hol die Headshot! Was zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar? Bring sie hierher! Scheiße! Du Drecks! Du beschissener Drecksack! Klappt ja gut mit dem Zurückhalten. Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Oh, wow, wow, wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Toll. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet.
Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm. Hakon, er verwandelt sich wieder. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut, dann lebst du länger. Hat er die auch vielleicht? Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Erste Keule. Gut, folgen Sie Hakon. Schön, dass er die Tür zumacht hinter sich. Warum hat er gerade heißes Wasser aufgesetzt? Hat er gerade einen Tee getrunken? Ich habe das nicht mitbekommen. Huch. Oh, es kitzelt mich gerade. So, okay. Die haben mein Stream-Layout geklaut. Nette Bude. Gewöhn dich nicht dran. Wir brauchen nicht noch einen Mitbewohner. Vor allem keinen, der uns im Schlaf ausrauben könnte. Weißt du, nicht jeder Pilger ist ein Verbrecher. Mhm. Ihr habt hier eine wirklich schicke Werkstatt. Baut UV-Lampen zusammen, was? Ja. Du solltest nicht hier sein. Hakon setzt hier unsere Ärsche aufs Spiel. Sag mal. Verzieh dich. Ich finde Piercing. John und ich haben zu tun. Ich finde Piercings eigentlich ganz cool, ne? Hat die sich da einfach den ganzen Werkzeugkasten reingeballert? Weil das hat gerade so rausgeguckt irgendwie, wie das letzte Einhorn. Ja, und sieht, ganz ehrlich, das ist nicht desinfiziert. Die ganze Wunde erstreckt sich hier inzwischen. Das kommt alles vom Piercing. Mach das nicht selber zu Hause. Geh zum Spezi. Das sieht sonst hinterher so aus. Und dann wirst du halt ungemütlich. Es ist kein Hörgerät. Nein, das sind alles Nägel, wenn ich es richtig sehe. Na gut. Hi. Du hast Piercings im Haar. Das ist natürlich auch sehr cool. Schöne Designentscheidung. Tut mir leid. Hab dich wohl erschreckt, was? Der Schlag hat gut getan. Wir sind quitt. Jana. Aiden, was ist das hier? Unser Zuhause. Unsere Werkstatt. Hm. Sozusagen unsere ganze Welt. Du bist netter als sie. Hey, lass den Scheiß. Was? Sarah vertraut niemandem außer mir. Außerdem kann ich besser kämpfen als sie. Also kann ich es mir erlauben, ein bisschen zugänglicher zu sein. Was ist denn er für ein Arsch? Der ist ja zu Besuch, weißt du? Die haben gerade seinen Arsch gerettet und was ist mit ihm? Und wieso macht er mal Taschenlampe aus, wenn wir, ne? Solltest du nicht mit Hakon gehen? Ja, sicher, klar. Ich geh mal mit Hakon. Die Hakon ist eine Friseurmesse übrigens. Oh, schön. Oh, wie cool. Nicht übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da. Im Stadtzentrum. Hinter der Giftmüllhalde. Oh. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Kannst du mir helfen? Meine Spezialität. Wo ist der Tunnel?
Nicht so schnell, Cowboy. Ohne Biomarker kommst du nicht weit. Du bist eine Gefahr für jeden. Das stimmt. Und du hast ja schon gesehen, wie die Leute in Villedor auf Gefahren reagieren. Ja. Achso, geht nicht. Muss ich hier. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt in Wach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Ganz einfach. Hab ich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Villedor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Gamescom. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Cool. Wie so eine Grafikeinstellung. 4K, alles auf Ultra, was geht. Also alles möglichst hochgeschraubt. Ihr seht schon... Ja, jetzt warte noch mal... Halt hier rüber. Boah, sieht aber geil aus. Coffee. Sieht schon ganz geil aus. Wie er da runterspringt. Hui. Okay. Du hast es offensichtlich drauf. Ich hätte auch die Matratze. Ich hab das nicht erkannt. Ich dachte, ein Stahlbleche. 7 Jahre lang. Ich bin einfach zu. Außer wenn nicht. Entschuldigung. Ich habe die Matratzen gar nicht gesehen. Ich dachte, das wären Stahlbleche. Die waren so schmuddelig. Ich kenne das. Ich kenne nur saubere Matratzen. Mit wem redet er? Der Typ ist schon längst weg. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch. Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul. Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Ho, komm schon. Ja, wie komm schon? Der wollte da gerade nicht hoch. Ach, ich muss erstmal rüber, ne? Okay. Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Ich dachte, der springt jetzt hoch. Hab ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Ja, das wird nix. Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Wie komme ich jetzt? Fuck! Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Will der mich eigentlich verarschen? Ich hasse dich. Auch also, schönes Haar. Warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Also fängt jetzt das Tutorial an, oder? Dachhaine. Halten Sie beim Durchqueren von Villedor nach Dachhainen Ausschau. Stelle mit dichtem Pflanzenwuchs, erkennbar an großen gelben Bäumen. Sie sind eine gute Quelle für Honig, Kamille und andere Ressourcen, die Sie zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen verwenden können. Bei Bedarf besteht auch die Chance, dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Meine erste Frage wäre, was ist denn hier mit der Textur passiert? Das ist mir gerade sehr aufgefallen. Okay. So sehen die Dachhaine aus. Oh, was haben wir hier? Lavendel, das wird mich beruhigen. Dann hier Harz, ein bisschen Kamille. Eine Vogel. Oh, die ist aber süß, die Vogelscheuche. Mag ich gerne. Ansonsten. Wie diesem wird oft einiges versteckt. Ja, habe ich schon verstanden. Falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Brauchen wir eigentlich einen Biomarker? Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ich hoffe, der kann das noch 7 Mal wiederholen. Ich wollte da nur drauf. Ich wollte doch nicht drüber. Ich wollte drauf.